Und damit herzlich willkommen auf 99 Damage mit mir, mit dem Knochen und dem Finale der Dreamhack Bukarest mit unserem Coverage-Partner Alienware. Und damit sind wir hier in der Partie Lemon Dogs gegen die Ninjas in Pyjamas. Noch könnt ihr schnell euren Tipp abgeben. 253 Wetten sind momentan eingegangen. Auf Lemon Dogs tippen 7,51%, auf die Ninjas in Pyjamas 92,49%. Maps sind Inferno, das 2 Train, die Map Picks Nip, dann Lemon Dogs und dann die Decider Map. Und wir blenden mal ganz kurz hier die Statistiken ein für die einzelnen Maps. Also Inferno, Lemon Dogs 38% Quote, Nip 88%. Das 2 59% Quote, Lemon Dogs 89% bei Nip. Train 42%, Lemon Dogs und 90% für Nip. Also, die Quoten sehen eindeutig aus, mal wieder für die Ninjas in Pyjamas. Damit schauen wir ins Game. Dort läuft momentan noch der Warm-Up und wir begrüßen bei uns den NKJ von Team Wildfire. Schönen guten Tag. Hallo. So, deine Einschätzung, Nip, Lemon Dogs. Wir sehen Inferno, das wurde hier auf dem Turnier von Nip schon die ganze Zeit gespielt. Und als zweites das 2, wo Lemon Dogs sich bisher auch ganz gut präsentiert hat, aber Nip hier auch auf dem Turnier das 2 zweimal ordentlich drüber gefahren ist. Glaubst du, wir werden 3 Maps sehen oder? Ach, schwer zu sagen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir werden 2-0 von Nip sehen. Schnelle Geschichte, ja. Ja, davon gehe ich aus. Das ist meine persönliche Einschätzung. War hat Lemon Dog stark gespielt, aber ich glaube, dass Nip den noch immer einen Schritt voraus ist, zumal Lemon Dogs eigentlich das einfachere Bracket hatte als Nip. Ja. Und daher sehe ich Nip eigentlich doch noch stärker als Lemon Dogs. Ja, lassen wir uns überraschen. Ja. Also, auf wir jeden warten Fall. Auf jeden Fall noch auf Peter, der ist jetzt da. Die switchen ja immer wieder in Spec Mode, bevor es hier losgeht. Ja, jetzt haben wir wieder ein Turnier gesehen, wo Nip mal Probleme hatte gegen Fnatic, aber am Ende wieder relativ souverän unterwegs im Finale. Was kann man tun, um die Jungs von Nip da zu stoppen? Also es ist wieder mal ein Event, wo wahrscheinlich der erste Platz an die Jungs von Nip gehen wird. Wie bitte? Sorry. Was kann man? Konzentrieren jetzt hier bitte. Ich bin voll und ganz anwesend. Wie man Nip stoppen kann. Also es ist wieder ein Event, was Nip hier einsacken wird. Was kann man noch tun, um diese Jungs da aus dem Konzept zu werfen? Bezüglich jetzt dieses Spiels oder in der Zukunft? Generell in der Zukunft. Ich weiß ja nicht. Also Astana Dranks ist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Navi glaube ich ebenfalls. Also die ganzen Leute, die halt wirklich sehr viel Zeit in dieses Spiel investieren können, da sie es hauptberuflich machen, die haben halt eine gute Voraussetzung letztendlich, um Nip irgendwann mal in Zukunft zu schlagen. Was halt noch fehlt, ist halt so irgendwie diese, das ganze Spiel noch etwas unberechenbarer zu machen. Das hat halt Nip irgendwie noch, weiß nicht, das, du siehst ja selber, dass Nip immer diese sehr, sehr wichtigen, knappen Runden, die sie gewinnen müssen, halt immer, oder sehr häufig gewinnen einfach nur. Ja. Das kann man halt, glaube ich, nur abstellen, wenn du halt irgendwas ganz, ganz Riskantes, Unüberlegtes oder irgendwas spielst, womit Nip halt einfach nicht rechnen wird. Da musst du halt mal ein bisschen, weiß nicht, bisschen Risiko gehen in solchen Situationen, wenn du so eine Runde hast zum Beispiel. Oh, Bot Xavier auch mal wieder am Start. Ich dachte, der hätte sich zurückgezogen aus dem internationalen Gaming. Dave auch am Start. Dave so, oder? Ja, ja. Don auch, Full House hier. Ja, aber Botschroy zeigt sich irgendwie seit ein paar Monaten nicht mehr. Was ist mit dem passiert? Ja, man weiß es nicht. Vielleicht hat er zu tun im internationalen Bot-Komitee, IBC. Ja. Dass er da ein bisschen mehr am Regeln ist für die Bots. Bessere Trainingsbedingungen schafft. Ach, gut möglich. Worauf warten wir hier eigentlich, Matthias? Hä? Sind doch alle da, oder? Ja, außer Edo. Edo, ob das irgendwie schwedisch ist für Ready? Nee, das ist Gaben. Okay, ist es spanisch für Ready? Ich glaube nicht. Vielleicht rumänisch?
So, und nochmal gucken hier in dem Caster-Channel. Knife Round geht währenddessen los, während du den Caster-Channel gegangen Yep. bist. Ja, läuft. Also, alle Bots runter und damit geht's los. Nip gegen Lemon Dogs, das Finale. So, Knife Round lief bei Nip bisher sehr gut, genauso wie die Pistol Rounds hier in diesem Turnier. Ja, für Lemon Dogs hingegen zumindest auf das 2 erschleppen. So, Forrest noch mit 100. So, sie wollen erstmal auf Assist drauf. Jetzt Forrest auch, den Knife wird kassiert. So, die Knife Round geht hier schon mal an die Lemon Dogs. Was machen sie? Ich schätze mal, dass sie CT starten wollen hier. So, jawohl. Also, Lemon Dogs starten auf der CT-Seite. Ansonsten wurde hier noch geschrieben: Fix Raids. Sehen wir endlich mal Nip als T starten hier. So, einige haben da wieder Probleme mit Lags zu kämpfen im Stream. Okay. Aber das ist leider nur ein Bruchteil. So, wir haben darauf keinen Einfluss. Wir senden an den Server hier mit 0 Drops. Also der Upstream läuft perfekt. Knapp 6 GB sind es heute schon für diese ersten 6 Stunden. Ja, und deswegen, gestern hatten auch ein paar sich darüber beklagt, dann haben wir den Stream neu gestartet und dann war es bei den anderen 80% mit Lags und Probleme. Also, vielleicht können wir nochmal fragen, hören wir nochmal im Chat, sollen wir nochmal einen Restart machen hier gerade? Ja, wollen wir einen Restart könnten wir sonst nochmal probieren hier auf die Schnelle. Ja? Wie sieht's aus? Tu das in Auto. Wir machen keinen Stream-Restart. Besser ist es, oder? Jetzt sind alle am Ausrasten, ja. Schön, ich liebe es. Ah, siehst du, einer hat geschrieben, ja, und 1380 gerade nein, habe ich kurz mal überflogen. Ah, jetzt sind ein paar mit ja. Ja, also wie gesagt, das ist meistens anwenderseitig, übers Routing und sowas. Einfach ein paar Mal F5 drücken. Ihr kennt die ganzen Problemlösungen. Einfach ein paar Mal F5 drücken, bis man dann in einem neuen Routing ist. Vielleicht den Router neu starten und neu connecten, den Stream über eine andere Seite schauen. Wenn ihr gerade über Twitch schaut, dann guckt mal, dass ihr vielleicht über 99 Damage, über Readmore, überall, wo der Stream halt eingebunden ist, dort den Stream schaut. Ansonsten hilft es auch manchmal, den Chat auszublenden. Manchmal hilft es auch, den Stream hier mit Stream Popout, dass man eben den Stream extra in einem Fenster hat. Prioritäten kann man noch ändern. Was gibt's noch? Über iPad schauen, wer es hat. Handystream läuft meistens sehr sahnig. Und Bist du da? Edgar schreibt hier, glaube Enkai hat Schnauf to Talk aktiviert. Hab ich gerade echt? Ja. Setz dich mal aufrecht hin. Ey, ich sitze aufrecht, aber. Das glaube ich dir nicht. So wie du schnaufst, sitzt du gerade richtig gechillt. Nee, ich sitze eigentlich ziemlich aufrecht. Okay. Wenn du jetzt noch aufhörst zu atmen, wäre das ganz klasse. Aber nun Aufhören zu starten wir. atmen, oder was? Ja, hier mit diesem Schnauf-Ding, Schnauf. Okay, ich höre auf zu schnaufen wenigstens. Schnauf-Fake, Rede-Fake. Redefekt, So, also, los geht's, Freunde, mit okay, der First Round Lemon Dogs gegen die Ninjas in Pyjamas. DreamHack Bukarest, Finale. Lemon Dogs zu viert in der Mitte unterwegs. Freiberg direkt gespottet, während Peter in der Banane aufgeht. Und da kommt er nicht mehr weg, Sandsäcke. Ah, fängt er sich sofort. Aber guckst du an, die pushen sofort Banane weiter. Und die Bombe ist down dort. Die Bombe ist down dort. Jetzt nur noch Oh, die ist. Exist.
und der muss in den Reload und jetzt rechts, links, vorne, hinten, alles down. Lemon Dogs mit der First Round hier. Einfach Gas-Taktik, direkt die Bombe bekommen. Sehr gut. Erste Runde auf jeden Fall, ohne viel Respekt einfach. Egal. Ein bisschen der Nip auf Grad gecatcht, ne? Ja. So, und jetzt natürlich hier nicht dumm die Eco abgeben. Peter, links Galerie gespottet, kriegt aber den Headshot. Celos schmeißt dann seine Smoke, hat aber zumindest noch Mini-Schlitz zum Spotten. Wird jetzt aber gepusht. Ach, schön. Ah. Hat unendlich Schuss in seiner Elbahn mit der Parker P90. Und Get Right kommt mit der Farmers. Wollte da backstabben. Und jetzt wird's doch nochmal gefährlich hier. Celos mit 3, Delpe mit 100. So, Delpe mit dem Frag gewesen. Ich dachte, Get Right wäre ein bisschen schneller, aber super langsam mit dem Weg. Aber jetzt ist nur noch Solex. Xelos da. Solex. Solex. Ja. Oh, ciao. Oh mein Gott. Warte. Oh mein Gott. Und damit holt mit. Diese Runde, das gibt's doch schon wieder gar nicht. Wie unnötig. Eieieiei. Pah, krass. Forest und Get Right stehen da am Ende wieder. Weiß es nicht. Ja. Aber Get Right da wieder mit 3 Frags gewesen in der Runde. Oder 4 sogar. 4. Oh, Twist. Schmeckt da auch die Nate. Kann einen machen und kommt raus. Oh, Get Right sofort wieder Haus eingenommen. Side. Oh, und dann kommt der Rest über Banane hinterhergeschoben. Ding aber auch gerade an der Runde zum Beispiel, weil sie konnten zwar immer so einzeln picken, aber am Ende war es ja noch eine 2-on-2-Situation, beziehungsweise dann sogar eine 2-on-1 und dann ist Delpan, ich weiß nicht, ob ich gesehen habe, aber Delpan ist zielgemäß komplett reingegast, wie so ein Volltrottel. Das war richtig, richtig unnötig. Zumal er auch noch derjenige von den beiden verbleibenden CTs, der noch 100 HP hatte. Sein Teammate, dieser Xelos da, der hat ja nur noch 3 Lebensenergiepunkte. So, jetzt ja, aber hätte man das sicher besser spielen können. Müssen vor allem. Das ist halt schon die 3 Runden. Der Start, einen guten Start ins Match zu finden gegen Nip ist halt sehr, sehr, sehr wichtig. So, Delpe mit der Awe, der bisher super gespielt hat im Halbfinale. Mit seiner AWP heute. Boah, schön von ihm. Delpe kriegt ihn. Was mir da gerade nicht so gefallen hat, theoretisch, war jetzt, dass Delpan da komplett alleine Banane war. Xelos zum Beispiel war schon direkt im Hundegang, obwohl es eigentlich dafür noch keinen Grund dafür gab, dass er da war. Ja, wenn Freiberg da eine Flash bekommt, um richtig, da vorne irgendwie einzunehmen. Der Refrag, wo ist der Refrag? Nicht gesorgt dafür. Und dann ist der kleine Wert komplett eingenommen, vielleicht sogar. So, Peter, nicht gesehen, dass links schon einer durch ist. Er wartet immer noch Mitte. Oh. So, und dann Get Right, super Ding. Cyp. Jetzt geht's aber doch gegen Xelos am B-Spot. Der muss viel Zeit aufholen, aber er hat keine Flashes mehr. Smoke ist spät da, jetzt liegt sie aber. Das war den ersten. Jetzt so lange überlegen, wie es noch geht. Er holt viel Zeit raus. Und jetzt ist Zeit die Mates da. Stark. Sehr schön schöne gespielt. Runde. Ja. Perfekt vom Timing her verschoben, die Lemon Dogs. Jo, auch gut war der Langdoppel da. Mir auch gut gefallen. Peter wurde da ein bisschen überrascht, aber dennoch war Zyp direkt da in diesem komischen Arscheck. Wollte sofort den Refrag machen. Da sie nur einen Rippen gesehen haben, war sofort klar, dass es ein Kleinspit werden sollte. Konnten direkt schieben. Xelos konnte auch perfekt viel Zeit rausholen. So, gute Nate gegen Freiberg in der Banane.
Nimmt zu viel das falsche Mitte bzw. Hausbereich ein. Freiburg der einzige in der Banane. Ja, da spielen sie immer wieder so mit Freiburg. Ja, und Forrest da vorarbeitet. Forrest Gator, diejenigen, die das Haus einnehmen. Vielleicht von Haus unten raus von Forrest. Gehen sie hier zu dritt Teppich vor und die anderen beiden schleichen Action durch. Jetzt gibt's Flashes, Haus geht raus, geht aber Twist sehr gut. 2 für 2. Wieder von Mitte von hinten. Freiburg passt auf. Klasse von ihm. Ja, jetzt kann Xis dort planten. Forrest kümmert sich um Teppich. Freiburg auch in den Sand rein. Und wenn sie beide jetzt nicht irgendwie schnell da irgendwo einen Easy Frag sehen oder bekommen, sollten sie da fast lieber safen gehen. Ja. Es wurde so gut wie unmöglich, da diesen Spot zu retaken unter zwei Situationen. Ja, aber es ist trotzdem richtig gespielt. Ja, auf jeden Fall. Sie haben keine Info, die wissen, eigentlich müssten sie wissen, dass sie noch sehr gute HP haben, die Gegner. Sie haben kein Equipment gehabt zum Einnehmen. Und Nip muss ja nicht mal runter da vom Spot, theoretisch. Also. Richtig, weil vor allem hat Nip auch den Vorteil, dass sie halt überall kreuzen können. Ja. Ich meine, Spot könnte stehen, Sandkasten kann stehen, Teppich kann stehen. Hat der eine Kontakt, sind die anderen beiden rum. Das kannst du halt einfach nicht machen, ohne dass du halt davor einen Easy Frag kriegst. Deswegen war der Safe vollkommen legitim. Man wieder mit der AWP, dieser Face der Mitte, aber wird jetzt auch feststellen, dass er keine Mitte anlegt von Nip. Freiburg wieder alleine in der Banane, die anderen vier Terrors sind alle in der falschen Mitte, beziehungsweise schon im Haus drin. Freiburg mit dem First Track da in der Banane gegen Peter. Währenddessen fällt Twist. Delpan alleine am Großen. Gegen. Du machst den ersten. Und sie sind schon Action. Und jetzt schieben sie nochmal komplett zu B perfekt rüber. Perfekt von der. Wahnsinn. Der hat richtig Hosengulasch, deswegen hat er gesagt: Ey Leute, kommt mal zu mir. Ich brauche hier Backup. Ja, und jetzt haben sie sich ein bisschen verpokert. Zeit wird noch die AK da abgreifen, die da liegt. Dann heißt es eigentlich wieder Waffen saven für nächste Runde. Die andere Daypoints AWP ist hier sehr wichtig durchzubringen. So, auch Nip wenig Geld, deswegen nicht großartig am Handen dort. Richtig. Die haben sogar richtig, die haben ja noch mehr Hosengulasch als Delpan gerade. Die sind ja alle in der Ruine. Schauen sich da nicht mehr CT-Base reinzugehen. So, Delpan mit einem guten Spawn für Mitte, beziehungsweise sogar vielleicht sogar für Döner. Na, ja, geht's. Na, ja, jetzt. Mal gucken. Vielleicht geht der Teppich offensiv, so wie er gerade guckt. Und wenn er das macht, dann ist es auch die richtige Entscheidung, dass er hinterm Spot entlang geht. Da er dann nicht von falsche Mitte gepickt werden kann, von Trifferin zum Beispiel, der jetzt hier anlegt. Für Döner, ja, und Delpan kommt auch wieder, mal gucken. Pei liegt nur Minischlepp an die Treppen unten. Und schau mal, Forrest ist schon im Döner drin, der muss sich jetzt auch zurückziehen. Genau die richtige Entscheidung von Delpan. Ah, kriegt ihn nicht. Und da kommt er nicht weg. Get right. Der Schuft, oder? Ist da einfach sicher drauf. Aber jetzt kommt Twist direkt rum. Klasse. Schön gespielt von Twist, direkt rumzugehen. Damit hat Get right nicht gerechnet. So. Jetzt Truck Smoke. Energan fickt ja dick. Ja. So, jetzt gibt's den kleinen Gott, da steht Zielos wieder alleine. Läuft er gut gegen. Freiburg ist da schon am Gelben und das weiß er nicht. Ist, ja.
Das könnte jetzt so bangless werden. Oh, Sheriff verrät sich da. Oh, stark. Und dann holen sie die Fricks. Twist, verschießt mit der Arme. Und Swipe. Und Xis kommt da sogar noch weg. Vom Baum. Der spielt jetzt einfach nur noch auf Abfuck da. Sah eigentlich wieder gut aus für Lemon Dogs, weil sie super schnell verschoben sind, sehr schnell am B waren. Mit einem sehr, sehr aggressiven Move zusammen hier mit Twist in der Mitte. Aber Helper ist auf jeden Fall gefangen, wenn er da zurückkommt. Oh ne, er hätte der geht halt in der falschen Mitte irgendwie durch irgendwas durch. Ich hab's nicht gesehen. Und Forest. Einfach krass schon wieder. Jetzt hier gibt's den Mitte-Go. Geht er dahinter der Smoke? Fällt. Gibt jetzt auch. Seib. Dann noch einen Schuss durch diese Haus gemacht. Oh. Ja, und jetzt nur noch Xelos, ne? Ja, und Nip wieder drauf auf dem A-Spot. Ja, und jetzt hat Nip natürlich auch genug Geld auf der hohen Kante hier, um auch noch Xelos zu jagen. Mhm. Macht CDB schon dicht. Freiburg kommt da über die Banane, hat gleich den Kontakt. Macht Xelos aber den Frag? Ja, die Waffe wird er behalten. Das ist zu spät. Da passiert nichts mehr. Also, eine Waffe können sie behalten, aber trotzdem. Wieder die Sparrunde bei den Lemon Dogs. Zonnip marschiert hier wieder ordentlich auf. Also, es geht gerade wieder alles auf. Geld passt bei ihnen. Die Ghostklappen jetzt mit 4 Mann überlebt, beziehungsweise 3. Davor die Runde ebenfalls. So, geht er mit dem First Frag. Macht auch noch einen zweiten Frag im Haus. Und jetzt nur noch Xelos und Peter gegen 5. Peter hat den Kont. Oh, schöner Shot von ihm. So, was kann Xelos vielleicht noch ein bisschen was machen? So, Waffe leer und Peter 1 gegen 3. 100 HP bei ihm, Gatorade steht schon wieder im Haus zum Spotten da hinten und ja. Selbes Bild wie jede Runde eigentlich. Ja. Firebird alleine Banane, die anderen vier toben sich falsch Mitte bzw. Haus aus. Peter und Nate verworfen. Und guck mal, wie viel Respekt Lemon Dogs da in der Banane hat. Also, die haben HE 3 Flashes schon verworfen. Und er fällt immer noch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Unsterblich. Das gibt's doch nicht. So, B ist frei, B ist offen. Get right. Wartet da wieder auf sein Timing. Seib weiß das natürlich haargenau. Aber diesmal ist Get right dann nicht alleine, sondern Forrest war auch mit dabei. Ich denke, Moment mal, Forrest? Da ist noch irgendwann anderer. Oh.
Aber sie entscheiden sich wieder dazu, die Waffen zu saven und schon mal Get Right kann dem Ganzen schon wieder einen Strich durch die Rechnung eigentlich machen. Ja, genau, aber er geht da zurück. Erwartet nicht, dass sie da. Weiß natürlich, irgendwo muss dieser Spieler sein, der gerade Forrest geholt hat. Und wenn er da jetzt mal im Haus gewartet hätte, hätte er zwei machen können. Ach, kriegt ihn nicht mehr. Haha. Richtig Glück gehabt. Damit weitere Kaufrunde für die Lemon Dogs. Und das einzige Nervige sind hier die GoTV-Lecks momentan. Du hast Lecks, oder wie? Ja, ein bisschen, ja. Wer hält sich in Grenzen eigentlich? Und diesmal leicht abgeänderte Variante des Standardsaufbaus. So, perfekte Flash gegen Pisa. Pisa, den muss er jetzt machen. Freiberg 2. Und 3 HP bei Peter. So, Peter mit 3. Immer noch 3 HP. Jetzt bist, ich kann einen ansagen, kann sogar zwei ansagen. Jetzt kommt Getro natürlich über Banane. Utnet gegen Y. Er macht Exist. Ja. Und geht natürlich auch, und das sieht doch mal. Und da ist es die Runde. Peter aber ohne Devkit, ja, lässt es an Twist. Und dann geht's durch. Hätte Peter, glaube ich, aber auch geschafft. Den Diffuse dann noch durch. Also, dritte, zehnte Runde für die Lemon Dogs. Und jetzt ganz wichtig hier, die nicht wieder abgeben. So, jetzt wieder. Elpan mit der AP Mitte gefällt, nichts gesehen leider, da nicht wie jede Runde eigentlich keine Mitte hat. Jetzt ist mal Exist da unten in den T-Treppen, aber Driver hat den Contact Banana, macht einen. Boah! Und dann Delpin. Stark von Delpin. Selos, der sollte dann nicht nochmal vorgehen. Auf keinen Fall, der letzte ist noch nicht bleiben. Kein Damage gemacht. So, jetzt gibt's den Contact gleich für Xelos am Kleinen. Muss da wieder eigentlich viel Zeit rausholen. Sehr viel Zeit sogar, da seine Mates beide noch Rippen sind, denke ich. So, es gibt Smoke, Flash. Elpan schießt schon. Hier, das spielt er einfach nur auf. Oh, schade. Leider gar keinen. Oh, jetzt ist Holland in Not, ne? Oh, gucken, was Sype da machen kann. Bait steht auf jeden Fall. Ah, aha. Wichtig. Und jetzt nur noch gegen zwei. Banane, das müssten sie eigentlich auch wissen können. Wir stehen beide da gelb weg und das ist die Überraschung. Ah, schön. Schön von Saib. Gute Runde von ihm. Ja. Kleine Fehlentscheidung davon, Gadget in Sakura zu gehen. Hätte einfach Banane oben bleiben sollen. Aber. Was soll's, 8er Runden sind schon mal gar nicht schlecht.
Aha, ja, die helfen da noch ein bisschen. 68 HP. Jetzt spielen sie wieder ihren Standard mit Haus einnehmen. Aber Saib wollte das Ganze, wollte den ganzen intervenieren. Nicht geschafft. Xelos. Ah, Twist steht auch lang. Schade, kriegt er nur zwei. Aber egal, Peter ist jetzt schon on spot, Twist ist Action da. So, Delpan ist bekannt. Er wird auch nicht mehr lebend rauskommen, glaube ich. Auf jeden Fall könnten die Ninjas in Pyjamas zum Spot kommen. Oh, krass. Get right mit dem Ace. Das gibt's doch gar nicht. Krass. Der da die Shots macht. Heftiger. Schade. Der Bomb hat auch ganz knapp vorbeigeschossen am Ende gegen Get Right. Ja. So, Get Right ist richtig on fire. Forrest schnappt ihm da aber einen weg. Und Twist wieder Banane bzw. Mitte unten. Ja, kann da aber auch nichts draus machen. Xelos, das wird das 10-5, 10-4. Ja. Nipp also schon Double Digits in der ersten Halbzeit. Ja, und das auf der T-Seite. Also super, super Vorstellung. Get Right hier wieder. Mit 21-2-7 Stats unterwegs. Und Fifron, für diejenigen, die jetzt hier nur das Finale sehen, Fifron hat ein super Turnier gespielt. Auch einige Clutch Rounds waren dabei. Also. Wow. Freiburg. Da kann man sehr, sehr zufrieden sein mit. Ich weiß nicht, ob du das gerade gesehen hast. Freiburg hat den zweiten einfach durch die Smoker noch gemacht, der offensiv pushen wollte. Delpan Nummer 1. Ah, Get Right einfach Haus durchgegangen, weil sie ja natürlich Haus ungedeckt gelassen haben, weil sie Bananen offensiv gepusht waren und Mitte gefaced haben. Ja, Saib alleine gegen 3. Das L4. Super krass. Heftige Vorstellungen von Nip und Lemondox haben da einfach kein Rezept, kein Gegenmittel, keine Antwort drauf. Allerdings, ja. Es ist aber auch nicht so, dass jetzt hier Delphin und Co., also Lemondox, die ganze Zeit irgendwie so eingeschüchtert waren. Nee, die haben immer wieder offensiv Moves gemacht. Natürlich. Mal Mitte runter, mal Delphin, Teppich auf, Banane. Manchmal hatten sie auch die Frags bekommen dadurch, aber trotzdem hat es letzten Endes nicht gereicht, weil Nip einfach irgendwie noch kaltschnäuziger war. Ja, oder irgendwo dann Get Right herkam. Ja, oder irgendwo Get Right war. Schön von Xelos. Freiburg legt auch noch an vom Minischlitz. Oh, Freiburg fällt jetzt. Forrest da. Macht direkt wieder den ersten. So, aber guck's dir an. Zeit mit der Bombe. Sie gehen A legen. Fifflon hat da schon was gerochen, scheinbar. Ja. Die Finte geht nicht wirklich auf. Exist ebenfalls. Jetzt muss er sogar die Bombe deffeln, obwohl sein Mate eigentlich im Sandkasten ist. Könnte er noch in die Hose gehen. So, Frag. One for one. So, 2 gegen 2. Forrest hat einen Dev-Kit auf jeden Fall.
Bot-Ecke müssen sie checken. Voll gecheckt. Oh, Zeit macht ein. So, klasse, ja. Ach, so, starke Runde. Zweite Pistol hier im Match für die Lemon Dogs. In der ersten Halbzeit haben sie dann direkt die Eco, beziehungsweise ihre Anti-Eco verloren. So, jetzt mal hoffen, dass hier nicht das gleiche passiert in dieser zweiten Hälfte. Ja, Nippel wieder hier gekauft, was geht. Teilweise auch Kevlar Helm. Helfen wir, schön. Oh, Gerald ist ja wieder gefährlich mit seiner Pumpe. Hat er vorhin 4 Fracks gemacht. Oh, aber diese scheint hier nicht aufzunehmen. Bei Nip. Ah, ja. Da kommen gute Bangs durch. Also gute Anti-Eco, nur Delpen da gefallen, der aber auch vorher noch Frags machen konnte. Ja, und da Nip jetzt gerade gekauft hat, was geht. Da müssen sie jetzt sich nicht so allzu sehr vor der kommenden oder bevorstehenden Eco fürchten, die Lemon Dogs. In der Mitte zusammen mit Xedos aktiv. Mit 17 AP kommt er weg. Ist er schon Mitte oben? Vielleicht wird Forst lang den Kontakt haben. Boah! Pippen hat sogar nochmal Headshot gesetzt, aber hat nicht gereicht. Jetzt ist es nur noch Freiburg. Der kann auch nichts mehr machen. Damit ist 7 zu 11. Oh, was ist da mit dem Contact? Kann 2 machen. Aber direkt die Refrags, nicht schlecht. Damage gegen Snipe. Das ist jetzt der Adelsund da. Oh, Snipe mit dem Teamkill. So, Freiberg komplett übernommen. Ah, wichtiger Frag da. In der BBO gegen Get Right. Da macht schön, er schön gespielt von Freiberg, gut, da diese Steinsäule genutzt. So, und damit das 12 zu 7 und die erste Equipped geht hier an Nip in der CT-Seite. Gedreht fällt. Wollte da ein bisschen zu viel. Ja, halt offensiv gefaced einfach, ganz normal. Zu spotten, was geht.
Exist Freiburg B. Wird die Arbeit kommen? Der Florian Lang fällt gegen Saib. Und jetzt müsste er eigentlich ansagen, dass nur einer da durch ist. Und jetzt müssten sie wissen, dass es ein Kleinsplit wird. Freiburg, oh, stirbt. Jetzt denken sie vielleicht, dass der Spot komplett frei ist. Aber, also sich geschnitten, denn da ist noch Assist, aber. Ja, da richtig Probleme. Hat auch nur einen gemacht. Jetzt bang ihn, Forrest. Bang ihn echt durch. Ja, Cypher an der Fanascha-Posi. Hat er ihn gedacht. 8 und damit Nip wieder Money Broke. Und die Möglichkeit für die Lemon Dogs wieder ranzukommen. Und Durchfaltevermögen, das haben sie heute schon bewiesen. Fällt da Forrest schon in der Action, weil sie Mitte hochgeschlichen sind. Jetzt. Ah, Fifth Learn macht einen Break in der Action. Kommt aber leider nicht an die Waffe ran. Hier wird er jetzt gepusht und jetzt müssten sie eigentlich vielleicht sogar wissen, dass da noch Gatorade ist. Ja, Peter hat aufgepasst. Gucken, Waffe haben sie aber noch Action liegen lassen. Die können aber noch rankommen, glaube ich, ja. Wird jetzt Exist wahrscheinlich auch gleich finden, da. Oh, Freiburg macht keinen Exist, wird die Waffe saven. Damit 9 zu 12 nur noch. Oh, Peter mit leichter Schräglage unterwegs. Gibt's diesen Bug auch wieder, ja? Bei mir zum Glück nicht, ja. Ja. So, Peter trifft hier gleich auf Exist dann. Ja, aber Exist sieht da den Schatten. Kann er schon vor M. Ja, und er wird auch die Waffe durchbringen können. Kein Problem. Ja, und um die Frage von Black Citrus zu beantworten, wer hat welche Map gewählt? Das hier ist der Map-Vote von Nip, zweite Map. Das 2 ist dann der Map-Vote von Lemon Dogs. So, jetzt haben wir hier schon geschlossenen Aufbau Richtung Banane eigentlich. 4 Leute da, komplett in der Banane orientiert, während Saib jetzt erst hinzustößt. Jetzt gibt es Smoke Kabeltrommel, Smoke T-Stück, jetzt gibt es den Go. Freiburg kann aber schon Flash gegen. Und es ist sehr gut, wie sie dagegen geflasht haben. Sehr viel Zeit rausgeholt. Freiburg ist jetzt bekannt im Y. Gatorade kann auch nur einen machen. Bombe wird gelegt. Boah, schöner Shot von Saib. Zweiter Kill von ihm. Steht immer noch im Bild. Oh, Fifth Learn bankt ihn. Bankt ihn da. Hat er nicht gemacht. Soweit die Brockenflash. Er hat nicht mal einen Kit, scheiße. Oh! War ganz schön knapp daneben. Oh, Fifth Learn muss weg, schade, Mann. War echt eine knappe Runde. Ja, Saib da mit 2 Frags, Delver mit 2 Frags und Pfiffer mit einem sehr, sehr schönen Bang. Yep, yep. Schade eigentlich, also da haben Freeberg und Gatorade sehr, sehr viel Zeit rausgeholt am Kleinen mit ihren Gegenflashes. Aber ich weiß nicht, wer es war, ich glaube es war Exist, der als erstes da war. Der hat nicht direkt mit über Ruine geschoben, sondern hat lieber durch die Smoke gebankt.
dieser Runde die falsche Entscheidung war. So im Kleinen hat man Freiburg in den Baum geboostet. Flaren hier der einzige mit einer M4. Der Rest hat Echo. Oh, gute Flash. Komplett toll. Schöner Go hier am großen. Bot ist komplett eingenommen. Ja, das wird Runde Nummer 11. Lemadogs kämpfen sich hier sehr, sehr schön ran. Um das nochmal kurz nachzutragen, Fifflin hatte ja die M4 da gesaved. Natürlich, ja. Deshalb die Waffe da im Spiel gewesen. So, nächste Runde, wieder Kaufrunde bei Nip, dann kommt's drauf an, wie hier die restlichen Runden so gestaltet werden. Bald kann er noch Twist aus dem Spiel nehmen. Hat jetzt sogar eine AK und die bringt er auch durch. Jo. 11-12. Also ist ganz schön ein Nailbiter geworden hier. Ja, auch sehr, sehr gut Geld bei den Dogs. Xelos macht ja auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Oh, ich sehe es jetzt mal offensiv Push von Nip dort in die Banane rein. Können auch den First Frag ziehen. Währenddessen geht es auf der anderen Seite der Map hier weiter. Lemon Dogs, Haus eingenommen, Mitte eingenommen. So, nun Get Right und Forest. Forest gegen Teppich. Eine kann er stehen. Get Right in der Luft! Und dann Xelos da im Jump runtergefallen und zu wenig HP. So, Tür und Tür Situation wieder. Bombe liegt, wenn ich es richtig gesehen habe. Und Exist dort eben in der Action unterwegs. Jetzt hat sie ein bisschen zu viel Zeit. So, Inner Spot fällt, Delpon fällt auch. Warschaft reicht noch. Ja. Und das ist gut. Exist. Hatte da nämlich kein Death Kit, deswegen sofort weggegangen. So, 13-11. Lemon Dogs. Wenn sie die Runde jetzt holen, bringen sie Nip wieder in die Eco und dann kann Lemon Dogs hier den Ausgleich holen. Exist wird da Has geboostet. Mini-Balkon. Aber natürlich Angst vor einem weiteren Pushen der Banane. Nimmt die Banane sehr, sehr, sehr kontrolliert ein, sehr vorsichtig. Jetzt mal wieder da, wo man ihn aus dem Video kennt, das er damals mit Valve Record hat. Zu einem Hundegang, kann er schon schnell geschoben. Und geht richtig auf. Und ich sitze immer noch oben auf dem Balkon. Wieder noch ein. Geht dann auf. Oh, Xelos. Krasser Headshot von ihm. Ja, und dann steht er auf Forest noch im Friedhof. Type hat keine Ahnung, wo der ist, glaube ich. Doch, jetzt weiß er's. Ja, aber zu dann spät. Dann macht er noch einen. Jetzt hau den Lukas. Und hau den Patrick Lindström. Das. Oh, zu viert stehen sie da schon am A-Spot. Jetzt haben dieser Balkon-Boost. Hat dann gerade wieder funktioniert. Ja. Aber auch nicht mehr allzu viel Geld auf dem Konto hier von Lemon Dogs. Wenn sie weiterhin im Ball bleiben wollen, müssen sie mal eine Runde jetzt langsam wieder gewinnen. Ja,
Absolut, und jetzt steht 5-0. Boah! Starkes Ding, und jetzt geht's auf der anderen Seite weiter, aber Freiberg steht in der Banane. Und damit die Runde schon wieder erledigt, eigentlich fast. Jetzt müssen sie ausrasten, die Lemon Dogs. Bego wäre gerade eine Alternative. Freiberg dort alleine. Aber Forrest ist jetzt schon wieder am Schieben. Und damit sind sie wieder perfekt da im Timing. Forest steht, Kabeltrommel. Forest Nummer 1. Jetzt mocken sie sich auf den Spot rein. Aber dann ist Freiberg da. Und Delpan last und nochmal Forest. 15-12. 4 Matchbälle, beziehungsweise Mapbälle für die Ninjas in Pyjamas. Um hier Map Nummer 1 klar zu machen. Aber es ist ein deutlich spannenderes Finale, als man vielleicht erwartet hat oder viele erwartet haben. Hey, hey, hey. Oh, gute Nades da. Gegen Zähler aus 35 HP. Gatorade steht mit Anti-Flash. Sobald Freiberg da schießt und den Contact hat, wird er geflecht werden. Es wird nochmal nachgesmoked. Währenddessen Saib in der Mitte gefallen. Twist schiebt raus. Kann auch nichts machen. Oh, Delpan rechts hat er nicht gesehen, obwohl er da so eine kleine Lücke hat, wo er durchspotten kann, hat ihn aber nicht gesehen. So, Peter fällt, ja. Und das ist PG 16-5. 16-11. PG 16-5, Leute, wer kennt es nicht? 16-11. So, jetzt sieht er ihn, Delpan. 1 und dann ist Forrest da. 15. Runde, 5. So.